Also entweder natürlich eine Stichwunde oder mehrere Schläge ins Gesicht würden sich anbieten, meinerseits. Bären, 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 wir sammeln Bären und malen einfach mit dem Saft in seinem Gesicht herum. Das ist Blut. Ich Fräulein gehe von Bären suchen. Spogelsen, ich danke ja für euren Vorschlag. Jedoch halte ich es für nötig, wenn wir dies schon, diese Täuscherei ansetzen, wir es wenigstens vernünftig tun. Ich schlage keine anderen Geweihten. Dabei schaut das Havo mal rüber zu, aber mir. Ich befürchte auch, dass die Aufgabe euch zu enden wird, Herr Moritz. Ich kann dich auch ins Gesicht schlagen. Das ist jetzt nicht so schwer. Es wäre vermutlich gar nicht schlecht, wenn mehrere Personen mich schlagen. Das wäre überzeugender. Was, das bringe ich nicht übers Herz. Ihr seid doch ein Freund von mir. Deswegen habe ich euch auch nicht gefragt. Ich stups dich mehr an, als dass ich dich schlage. Na gut, wenn ihr es wünscht. Aber nur. Kräfte. Ich weiß, ihr habt in letzter Zeit etwas zugelegt. Legt eure Gewicht in eurer Hand. Nun ja, ich. Oh, tut mir leid. Das war etwas zu viel. Ja. Nochmal. 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 Wollt ihr auch eine Stichwunde? Seid ihr sicher? Ja. Nun Ja, es gut. ist notwendig. Haltet diesmal still, damit ich euch richtig treffe. Also, ich könnte mit meinem Dolch so ganz leicht an. Aua. Haben wir, was ist los mit Aua, dir? tut mir leid. Gib mir mal W6 jetzt. Also erstmal für den ersten W6 ist kein doppelter. Oh, hast du TPKK? Plus eins, ja. 10, 10, 3. Also einmal 7 TPA sind 4. 4 ins Gesicht und jetzt nochmal ein W6 bitte. Sind 3 mal 2 sind 6 ins Gesicht. Sind in Austauschschaden. Beziehungsweise, genau, Austauschschaden, also wieder 3. Soll ich euch noch eine kleine Wunde mit dem Dolch verpassen? Lippe platzt auf. Nase ist so ein bisschen nach links geschoben. Verzeiht. Manchmal weiß ich nicht, wie viel Kraft ich wirklich habe. Aber mir erst ein Geweihter. Ja. Eltern, ihr solltet ihn nicht auf sein Gewicht ansprechen, da ist er immer ganz. Mir, ihr habt gesehen, mal, wie ihr ihn zugerichtet habt. Boltax, ist schneid mal mit realistisch. dem. Boltax, schneid mal mit dem heiligen Dolch. Ich würde tatsächlich Boltax, nicht. Bernstein. Könnten wir auf eine Wunde im Gesicht verzichten? Ja, also ich würde nicht den Bernstein-Dolch nehmen, sondern ich würde den anderen Dolch nehmen, weil der logischerweise weniger Schaden macht und ja, gucken wir mal. Ich würde sogar Ja, also du triffst halt automatisch, es geht halt dir so um den Schaden. Aber gut, hätte ja noch so sein können, dass du aus Versehen krittest oder so. nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas Oder passieren würde. patzt, das geht natürlich auch. Wie viel Schaden macht Aua. der Dolch? Plus 3? Nee, nein, das ist der Obsidian-Dolch. Der macht nicht viel Schaden. Der macht, glaube ich, einen D6. Plus 1. Ja, Ja. genau. 7 Schaden, warte Sieben mal. Echte Schaden, ja. Ja. Warte mal, in den Oberkörper schneidest du mir vermutlich, oder? Ja, also ich werde dir wahrscheinlich so in die Seite stechen. Edan, das tut mir furchtbar leid. Das tut mir furchtbar leid. Ich heile das. Schön in die Rippen reingerammt. Ich heile das, sobald wir über die Brücke sind, mache ich das wieder richtig. Ihr Wenn du seid willst. aberwachend. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht so tief reinstechen. Er hat sich ein bisschen verhakt und dann musste ich drücken und naja. Boltax, ihr habt noch Hört auf, gedreht. ihr Ich habe das auch spielt schlecht. gesehen. Nein, ich habe nicht gedreht. Das. Nein. Ich wollte ihn nicht. Das tut mir leid. Och je, Eltern. Ich heile euch auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ich bin mir sicher. Ich sollte ausreichend sein. So, wir sollten jetzt am besten so schnell wie möglich durch dieses ghoulverseuchte Dorf hindurch und mit niemand anderem sprechen. Und dann müssen wir hoffentlich nicht die Aufmerksamkeit von dieser Brückenvögtin auf uns denken, sonst haben wir noch Ghoul im Nacken sitzen. Ich würde mal den Abel mir anschauen, wenn er den Knebel trägt und ihm zunickt. Verzeiht, Eigennamen. Es wird schon alles gut werden. Fühlt sich aus. Gut. Also,
So könnt ihr Eldern gefesselt auf den, ja, auf den Streitwagen spannen. Einen Karren habt ihr im Dorf nicht erworben und wieder dann die Südweststraße ins Dorf fahren mit euren Pferden, die ihr alle gerettet habt, sprich die 6 Stück, und an den anderen Häusern vorbei. Könnt noch erkennen, wie da wohl doch noch Leben im Dorf ist. Also alle sind nicht tot. Es gibt auch noch andere Dorfbewohner als diese Kinder, aber sie sind auf alle Fälle sehr zurückgezogen von der Mine oben oberen Teil des Dorfes, von dem Verwaltungsgebäude. Könnt ihr noch das Lager erkennen, wo noch Minenkarren staubig stehen. Könnt ihr nichts sehen, also in der Mine gearbeitet wird wohl nicht. Gerade unten am Fluss könnt ihr dann noch so ein kleines Bächlein erkennen, wo ihr gut duftende 5-blättrige Pflanzen erkennen könnt, die auch auf die Entfernung hin sehr gut duften. So ein bisschen blassrosa, Blütenkelche. Kiaras hat noch den kurzen Impuls, da mal rüber zu laufen, kann dann aber von Asavo auch zurückgehalten werden, da die wohl ein starkes Rajaikum sind. Und ja, man sollte tatsächlich Wasserrausch vielleicht meiden, weil sie eben nicht nur euphorisieren, sondern auch andere Nebenwirkungen haben. Hier gibt es auf alle Fälle eine ganze Menge, die an dem Wasserrausch arbeiten und dann hier für einen Edelmann arbeiten. Könnt ihr über die Brücke hinüberfahren. Das ist so eine stark gewölbte Brücke. Man kann ja auch keine Deckung. Könnte dann von den jeweiligen Türmen auf der Mitte der Insel könnte man unglaublich gut beschossen werden. Könnt dann auch sehen, wie aus einem Tor eine Wache heraustritt, die, ja, Iserun erkennt. Das ist sicherlich alhanische Gesichtszüge. So ein bisschen eine Mischung aus Tulamidisch, Maraskanisch, also wie die alten Halahandia eben dann hier gewirkt haben. Guckt euch an mit seiner hellen Bade und nickt euch zu. Halt. Wo wollt ihr hin? Mittelfristig nach Altzoll. Ja gut. Habt ihr den Brückenzoll? Habe mir, bezahlt den Mann. Natürlich. Dann sind wir probieren und dann, wenn ihr noch einen... ich muss was als Karren, also Streitwagen habe ich hier noch nicht gesehen, aber das werde ich wohl als Karren dann verzollen. Also nochmal, ich sage nochmal, 1 Silber für diesen Streitwagen, weil es nur eine Achse ist. Wie viel wäre das gesamt? Ja, ihr seid 1, 2, 3, er benutzt seine Finger zum Zählen, 7 Leute und dann die Pferde. Er versucht jetzt weiter mit seinen Fingern auszuhelfen, er schafft es wohl nicht. Jetzt mit den Pferden, 6 Pferde und 4 Füße, das kriegt er nicht hin, sodass es gerade wohl alles ein bisschen zu lange dauert. Und dann könnt ihr wohl erkennen, wie eine weitere Wache in einer anderen Rüstung auf euch zutritt und euch mustert. Dieses Mal ist es kein Alhania, sondern Mittelreicher wohl. Asketische Gesichtszüge, sehr gut trainiert, das wird wohl auch wieder einer der Drachengarde sein. Tritt auf euch zu und nickt einfach nur, während der andere Wachmann gerade zählt. Hier, nimm 5 Gold, das müsste reichen. Großzügig, Schwarzmagier, wird der Wachmann der Drachengarde an dich herantreten. Ihr wollt nach Altzoll, habe ich gehört. In der Tat. Was habt ihr dort vor? Mit Ihrer Gnaden Lucado sprechen? Diesen Geweihten dort, diesen falschen. Abgeben. Der Drache hat bestimmt Verwendung für ihn. Ah, die findet man dieser Tage selten. Habt ihr ihn aufgegriffen? In den Bergen? Ein Glücksfall. Wir konnten ihn jenseits der Trollzacken überwältigen. Es gibt ein gutes Preisgeld. Was seid ihr denn für eine Söldnereinheit? Schwarzmagier? Nun, wir sind eine bunte Truppe. Zwerg ohne Ketten. Geld zusammen. Ja. Habt ihr kein Geld mehr für Kettenhemd und ordentliche Waffen oder was? Naja, ich hoffe, dass wir mit dem Paket ein bisschen was verdienen. Und dann gebt ihr 5 Silber an diesen einfachen Torwächter. Nun ja, es soll schnell gehen. Wir haben es eilig. Je schneller, desto besser wir diese Ware los sind. Die machen nur Ärger. Und was ist mit dir, Schätzchen? Geht er zu Iserun rüber. Was soll mit mir sein? Ich bin hier und reise mit Ihnen. Was bist du denn für einer?
Kriegerin. Können wir nun die Brücke überqueren? Nein, ich habe Fragen. Wir haben es eilig. Nun, wir wollen aber nicht auf diese Fragen antworten, denn wir haben andere Aufträge. Von Lucardus selber? Nicht von Lucardus selber. Wir gehen nach Wahrung. Dort sitzt unser Auftraggeber. Wer ist denn euer Auftraggeber? Habe ich schon bereits erwähnt, dass wir es eilig haben? Arbeitet ihr für Morgas? Oder für Koreaner? Geht ihr zum verlorenen Feenlein? Nein, es gibt dort einen Alchemisten. Hatte sich der, arbeitet für Mangrave. Damals vorgestellt. Sag das doch gleich. Almodia, macht Platz. Verzeiht, meine Herren. Ich wollte euch nicht aufhalten. Sagt doch gleich, dass ihr für Mangrath arbeitet. Nun ja. Almodia, gib ihm die fünf Goldokarten wieder. Wir können umsonst durch. Wir können uns doch darauf verlassen, dass ihr kein Wort darüber hier verliert. Natürlich nicht. Ich bin mir sicher, dass der Alchemist das zu schätzen weiß. Ich hoffe, ihr werdet meinen Namen entweder gar nicht oder gut erwähnen. Almodia, die 5 Gold! Oh. Können wir euch noch etwas mit auf den Weg geben? Braucht ihr etwas? Habt ihr noch einen Karren? Karren? Ja. Können wir euch sicherlich holen. Wenn ihr doch einmal bitte kurz an dem Mörderhof wartet. Ihr werdet hier eingelassen durch das erste Burgtor und es scheint wie eine perfekte Falle. Ein perfekter Innenhof. Von allen Seiten könntet ihr beschossen werden. Es gibt hier ein zweites großes schmiedeeisernes Tor, wo ihr dann auf die andere Seite spähen könntet. Und während dann der Wachmann Fangriss von der Drachengarde dann in Richtung des Brückenvogtes oder der Brückenvögtin geht, verschwindet er wohl zwischen Gästequartieren und nach grob 10 Minuten taucht er dann aus einem der großen Ställe auf. Könnt ihr wohl noch erkennen, wie es da weitere andere Wägen gibt, die er euch prinzipiell geben könnte. Öffnet er dann eine große Tür und würde euch dann einen großen Wagen überlassen, der eurem quasi sehr gleich kommt. Wir würden die Feder einspannen. Wollen wir den Hauptmann nochmal zunicken? Guter Mann. Ich werde euch erwähnen. Ja, verzeiht mir. Ich hätte euch für einen einfachen Nekromanten gehalten. Schon in Ordnung. Macht eure gute Arbeit weiter. Und niemals vergessen, an einem Zwerg ohne Kettenhemd ist nichts einfach. Ich winke ihm so freundlich zu, nicke dann selbstgefällig und stiege mich wieder auf den Wagen. So könnt ihr an Fischerhütten vorbeifahren und an einem großen Holzschlag und in Richtung der Straße mit vielen Bergen und Tälern in die Wildnis einbiegen. Ja, wenn wir aus der Reichweite sind, würde ich wahrscheinlich auf den Wagen steigen, während der Fahrt, und Eldern erstmal von seinen Fesseln befreien. Ja. Da habt ihr beim Ton einsetzen gespielt. Das ist richtig, aber es hat sich ausgezahlt. Dieser Mangrace scheint einen großen Einfluss zu besitzen hier. Konnte die Angst in seinen Augen quasi sehen. Er hatte keine Angst vor Nekromanten oder vor Lucardus. Nicht mal vor ihm hat er Angst, aber vor Mangrace. Wer ist denn das? Nun, ein Alchemist, der sich dem Sphärenschinner anschloss vor langer Zeit. Ah. Wir hatten nur einmal kurz Zusammentreffen. Aber es scheint gefährlicher zu sein, als es den Anschein macht. Jetzt, wo wir vorbei sind, man hätte noch fragen können, wie wir, na gut, das ist halt auch doof, aber wo die Küste ist. Man muss ja nicht fragen, wo Beilung ist, aber vor allem, wo die Küste gewesen wäre. Naja, aber dann hätten wir sie ja eventuell auf die Fährten gelockt. Jetzt denken sie, wir gehen nach Altzoll, wo wir ja sicherlich nicht hinwollen. Denn früher oder später werden ja unsere Häscher aus dem Berge heraustreten und die Ghule, und die werden denken, wir würden nach Altzoll gehen. Ha! Und wir haben ihnen ein Schnippchen geschlagen. Wissen wir denn jetzt, wie wir zum Wasser kommen? Ich denke, Beilung liegt im Osten von hier. Es schmeckt ja widerlich, aber mir. Was war das für ein Knie? Tut mir leid nochmal für die Schläge, aber
Von der Sonne wissen wir aber nicht, wo Norden oder Osten ist. Ist das denn jetzt so wichtig? Wollen wir uns nicht erst einmal hier zurückziehen und uns um Eldan kümmern? Ich habe ihn ganz schön zugerichtet versehentlicherweise und das ist mir sehr unangenehm. Wir sollten trotzdem so viel Distanz hinter uns legen wie möglich. Wir sind immer noch nicht außerhalb des Bereichs der Drachengardisten. Sie könnten immer noch auf unserer Fährte sein. Ja, vor allem wenn sie dann hier nach uns fragen, so auffällig wie wir sind. Ich glaube nicht, dass viele durch diesen Ort gekommen sind. Laut dem Schild hieß es wohl Wassertälern. Und dann werden sie uns suchen. Meint ihr, dass es... Sollten wir auf den Straßen bleiben oder sollten wir abbiegen in die Wildnis? Nein, wir bleiben auf den Straßen, da kommen wir schneller voran. Wir sehen die Trollzacken. Wir wissen, dass die Trollzacken irgendwo in Richtung Golf von Perikum führen. Das heißt, wenn wir uns am Fuße der Berge entlang bewegen, werden wir irgendwann auf die Küste stoßen. Wenn ihr möchtet, kann ich Herrn Praios um seinen Beistand erbitten. Dann könnte ich euch sagen, wo sich... Dann tut das. Was wollt ihr denn von dem Herrn Praios erbitten? Dass er mir zeigt, wo sich Süden befindet, natürlich. Och, kann er das? Natürlich kann er das. Er könnte natürlich auch viel mehr, wenn er wollen würde. Er will nicht. Also, er unterstützt uns nicht. Das ist irgendwie traurig. Natürlich unterstützt er uns. Aber ihr müsst wissen, Herr Preis hat viele, viele Gefolgsleute. Er kann natürlich nicht nur auf uns den Blick richten. Er muss auch vielen anderen helfend unter die Arme greifen. Ja, aber es wäre doch kein großes Problem für ihn, uns einfach zu sagen, wo Süden ist, ohne dass ihr euch irgendwie dafür anstrengen müsst. Ich weiß nicht. Ich meine, wir handeln ja in seinem Sinne, oder? Es ist tatsächlich kein großer Aufwand. Wenn ich meine Robe kurz reinigen dürfte, habe doch gar stark geblutet. Gib mir eine Minute. Oh ja, Verzeihung. Ich würde sie reparieren lassen müssen. Wenn Jonas das hört. Na, das wird wieder was geben. Ach nein, Abelmir kann doch bestimmt einen Zauber, der das wunderbar und fix irgendwie hinkriegt. Bleibt mir fern mit so etwas, bleibt mir fern. Ja, Eldan würde jetzt mal seine Robe, so gut es geht, mit ein bisschen Wasser aus seinem Wasserschlauch, zumindest grob vom Blut befreien. Wenn ihr wollt, Ihre Gnaden, dann kann ich mich natürlich mit der Herrin Hesinde um euch kümmern. Dann würden wir auf Magie an dieser Stelle verzichten. Aber ich hätte ansonsten Sumus heilende Kräfte heraufbeschworen. Wenn ihr natürlich eine nicht magische Alternative hättet, wäre ich mehr als angetan. Mehr als angetan. Kritischer Blick in Richtung von Voltax. Aber gerne. Voltax. Ja. Ja, ich glaube nicht. Das ist doch auch Magie. Aber das solltet ihr schön sein lassen. Warum denn? Jan möchte es nicht, er hat es gesagt. Ja, ich meine, ich habe es ihm ja nur angeboten. Das heißt ja nicht, dass er es machen muss, nicht wahr? Naja, also, aber er kennt sich ja auch noch nicht mit Geodenmagie so gut aus wie wir jetzt inzwischen. Ja, ja, da ist aber trotzdem die Komponente des Glaubens mit enthalten. Also, wenn er nicht mit mir beten würde und ihm das Kraft anrufen würde, dann würde das gar nicht funktionieren. Isarun, könnt ihr mal bitte Voltax etwas von Eldan wegführen? Ich werde 50 Meter in die Richtung. In Ordnung. Ja, kommt Voltax. Wir gehen schon einmal ein wenig den Weg auskundschaften. Oh, na gut. Ja, während Isarun und Voltax etwas vorgehen, kann Nasavo die Hände auf die Stichwunde von Eldan Gorbas legen. Und beginnt dann mit dem Heilungssegen. Oh meine Herren, Hesinde, oh Herr Praios, oh Herren Pereine, ihr all anderen Herrscher Alvarans, schenkt diesem Sterblichen von der Lebenskraft, die für die uranfängliche Sumo gestorben ist. Denn dieser Leib ist geschlagen und Bitterkeit und Schmerz und bedürfen der Heilung in eurem Namen. Eltern, ein eigenes Gebet von euch. Natürlich, natürlich. Herr Praios, bitte deine Schwester, die Herrin Hesinde, und natürlich auch deine Schwester, die Herrin Travia,
denn wir bitten Sie heute um Ihren Beistand, auf dass Sie uns beistehen durch alles, was uns heute erleiden möge. Ob es nun Wunden sind von Freunden, Wunden, die nötig sind, Wunden, die nicht nötig sind. Denn wir werden heute für dich leiden, so wie du es vorausgesehen hast. Und so schließen sich die Wunden und auch die Überbleibsel von Abelmirs beiden Schlägen verschwinden. Ich muss sagen, ihr seid äußerst talentiert. Nun, ein einfacher Heilungssegen. Aber so wie er formuliert ist, beziehungsweise so wie er mir beigebracht worden ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob Beutax mit dem Einflechten der Herren Sumo da so ganz einverstanden ist. Ein äußerst interessanter Punkt. Habt ihr dazu mal eine Abhandlung geschrieben? Mehrere. Zwinkert er dir zu. Ich muss sie unbedingt lesen. Ich habe auch eine große Arbeit über Diskussionsrhetorik geschrieben. Auch dazu könnte ich euch etwas erzählen. Aber das ist mehr Philosophie. Ich bin mir sicher, ich finde Zeit. Lass also gut, wir haben sicherlich 2 Stunden gebraucht. Ich glaube, Beutag sagte, dass es dann jetzt 20 Uhr wäre, oder? 20. Stunde? Also wenn ihr immer noch die Himmelsrichtung wissen wollt, könnte ich den Herr Prius darum bitten. Fragen wir ihn doch am besten. Denn bei diesem Totenwetter kann ich es wahrlich nicht ablesen. Ich wollte nur noch einmal sicher gehen, dass wir erst alle eigenen Methoden benutzt haben, außer magische natürlich, damit wir Herrn Prius nicht unnötig bitten. Ich hatte auf der Reise von Puni nach Garrett noch etwas Gelegenheit, mit Rafim zu sprechen. Den kennt ihr vielleicht auch. Rafim verfügt über einen äußerst guten inneren Kompass, aber ich kann mich zwar gut orientieren, aber benutze dazu meist die Sonne oder das Moos, aber wenn ihr euch hier einmal die Bäume anseht, dann selbst das Moos ist hier überall und nirgends. Tatsächlich, ich bin ja in der Naturkunde gar nicht so bewandert, aber ich fand es doch auch gar seltsam. Gar seltsam. Aber ihr besitzt nicht zufällig so ein Gerät. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ihr meint einen Südweiser. Und ich glaube, Ihre Gnade Kias besaß einen. Besaß? Naja. Natürlich schade. Dann werde ich mich jetzt kurz zurückziehen. Geben Sie mir ein paar Sekunden. Natürlich, Ihre Gnaden. Noch einmal, es tut mir wirklich leid. Ich erkannte die Not der Tat an. Dann nickt er die zu. Oh, ich muss erst mal ein bisschen das Wasser vorbereiten. Ich bräuchte 5 Minuten. Und dann fängt Eldan an, sein Gebet vorzubereiten. Reinigt erstmal den Boden des Streitwagens mit einem Lappen, damit er sich dort niederknien kann. Möchte jemand sich anschließen im Gebet? Es ist natürlich ein ausgezeichneter Moment dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob der Herr Prius meine Anwesenheit schätzt. Natürlich. Der Herr Prius schätzt all seine Diener, auch die, die ein bisschen von seinem Pfade abgewandelt sind. Herr Savo, auf eure Unterstützung kann ich doch sicherlich bauen. Ja, selbstverständlich, ich werde mit euch beten. Wunderbar. Dann kniet Eldan sich nieder, greift auf den Boden und sammelt etwas Erde zusammen, reicht sich damit nach und nach über die Hände und die Arme, berührt dann am Ende seine Stirn und beginnt laut zu beten. Herr Prius, Dein Wille will ich heute wieder sein. Deine Hilfe werde ich heute benötigen. Wir brauchen die Unterstützung des Herrn Firun, einem ehrwürdigen Mitglied deines Pantheons. Wir müssen wissen, wie wir uns richten sollen, wie wir weiter streiten sollen, heute in deinem Namen. Also bitte, zeige mir, wo wir uns auf Leere befinden. Wo ist der Süden? Wo ist unser Ziel? Und dann wirklich das. Das ist eine Grad 1 Liturgie. Mal gucken. Was mit Beta? Ja, Grad 1 Liturgie. So, Prius Geweihte erkennt mit dieser Liturgie Süden. LKP-Spielrunden. Ja. LKP-Sternspielrunden.
Dein innerer Kompass zeigt zurück über den Fluss. Das ist aber nicht das Problem. Wenn du dir die Karte vor deinem geistigen Auge zurückrufst, dann müsste man ja nicht nach Süden, sondern nach Beilung. Und in Kombination mit den Trollzacken müsste man dem Fluss folgen, der dann entweder auf der linken oder auf der rechten Seite des Flusses, und wenn ihr sowieso ihn einmal schon überschritten habt, dann wäre das an dieser Stelle zumindest möglich, einfach dem Fluss folgen. Da muss man die Straße für verlassen, aber ihr wollt ja so oder so eigentlich nicht nach Altzoll, was im Norden lägen würde. Ja, wunderbar. Während Boltax und Isarun gerade 50 Meter vor den anderen schreiten und sich so ein bisschen unterhalten, könnt ihr wohl erkennen, wie zwischen euren Haaren kleine Funken stieben und sich Elmsfeuer bildet. Kleine Funkenschläge, die zwischen euren Haaren sich ausbreiten. Doch Boltax Bart fächert sich so ein bisschen auf. Isarun kann es erkennen, wie deine Haare so ein bisschen, es ist ja wieder länger gewachsen, aber sie fangen so ein bisschen an zu glitzern und grünlich zu schimmern. Was ist denn das jetzt für ein neues Dämonenwerk? Was das? Ich sehe nichts. Ist hier irgendwas? Bemerke ich das an mir selbst? Ja, du bekommst das mit. Also dein ganzer Körper kribbelt, deine Haare stellen sich auf. Das ist sehr ungewöhnlich und nicht normal. Das mag ich nicht. Das ist ein doch sehr beklemmendes Gefühl. Ob das ein lokales Phänomen ist? Wir gehen einmal schnell dorthin zurück. Ist das immer noch so? Ich würde mit Isarun die 50 Schritte zurückgehen. Ja, wenn ihr wieder zurück auf die anderen zulauft, könnt ihr das wohl bemerken, wie sich dieses Gefühl ist. Also komplett, als ob ihr den Körper oder den Kontrollverlust hättet, könnt ihr so sehen, wie sich eure Haare wieder zurückrichten. Abelmir hat das gesehen, wenn ihr dann auf sie weiter zugeht, wie sie dann so plötzlich wie von der Tarantel gestochen stehen bleiben, sich umsehen panisch und dann auf euch zugerannt kommen. Was ist los? Sind sie schon da? Nein, aber da ist irgendein merkwürdiges Gefühl. Mein Bart hat sich aufgestellt und es hat so gekribbelt und sehr unangenehm. Zeig er mal her. Ja, als ob die Elemente verrückt gespielt hätten. Ja. So ein kleines Leuchten. Ich würde mal beiden Händen Boltax Bart greifen. Apel, mir, jetzt. Pfui. Ich soll das doch untersuchen. Es gibt einen kleinen Funkenschlag, der so sich noch. Tut nicht weh, aber definitiv so kleine Elmsfeuerlinien, die sich dann von deiner Hand rüber zu Boltax spinnen. Was ist denn das? Ich weiß nicht, das war da vorne. Ob das ein Überbleibsel von diesem Kristallstaub ist, der mit etwas dort vorne reagiert? Savo wird mal über Isaruns Robe streichen, so ganz über die Schulter, liebevoll, passiert aber nichts. Gibt keine Elmsfeuerlinien. Merkwürdig. Wir sollten uns bei Zeiten wirklich rituell reinigen. Interessant. Nun, die Straße führt zumindest über dieses Feld hinüber. Naja. Wenn es etwas Magisches ist, dann werde ich mir das jetzt ansehen. Also wir müssen tatsächlich dem Fluss folgen, wenn wir nach Beilung reisen wollen. Oh, Eltern, es geht euch wieder besser. Das freut mich aber. Oh. Natürlich, mir geht es ausgezeichnet. Das ist schön. Bis auf den Schaden an der Robe, aber da werde ich Iolaos um Verzeihung bitten. Ja. Ich hoffe, das wird unser Wiedersehen nicht verderben. Während Isarun ihren Zauber vorbereitet, wird das Savo selber mal auf die Stelle zutreten, wo ihr euch eben befunden habt. Es passiert nichts. Höchst merkwürdig. Gut, ich lasse mir Zeit und wirke einen Odem auf Umgebung.